So, hallo und herzlich willkommen. Heute will ich euch noch für den B-Spot auf Inferno die CT-Smoke zeigen. Die beste und solideste, die ich gefunden habe, beziehungsweise wie ich finde, dass sie solideste ist, die auch dann wirklich schön alles abdeckt, zeig ich euch mal eben. Die ist eigentlich ziemlich einfach zu werfen und kommt auch immer recht solide an. Ihr seht hier geht nichts durch, hier kann man nirgends irgendwo durch aimen. Könnt dann natürlich auch noch eine Flashbang immer reinschmeißen, wie immer. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie die geht. Also ihr stellt euch einfach hier in die Ecke an das Holz, habt ihr schnell die Posi gefunden, aimt links an den Schornstein hier, links an die Ecke und aimt gerade nach oben. Boah, das war jetzt nicht gerade, aber ist egal. Bis auf das Kabel. Und lasst die einfach los. Ich habe jetzt ein bisschen verrutscht, das ist jetzt der Vorführeffekt, aber wie gesagt, die kommt eigentlich immer ziemlich solide. Ihr seht, die ist perfekt. Da kommt niemand durch. Des Weiteren einfach noch eine Flashbang rein und ihr könnt On-Spot hier kombiniert natürlich mit der Kabeltrommel-Smoke und mit dem Molotow für Y, der jetzt auch extrem gut da liegt. Aber ist egal. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Eine Sache ist noch, der einzige Nachteil eigentlich an der Smoke ist, dass ihr, wenn ihr hier steht, natürlich jemand haben müsst vorne, der die Banane abdeckt. Wenn die hier rein pushen und ans Auto hingehen, dann knallen die euch so schnell weg, da könnt ihr gar nicht B sagen. Das ist der einzige Nachteil, also ihr müsst vorne jemanden haben, der das abdeckt, dann geht ihr nach oben, lasst die los und passt. Flash rein. Und ihr könnt hier auf dem Spot, Y habt ihr gebrannt, Kabel habt ihr gesmoked, habt ihr nur noch die zwei Spots, wo ihr easy abdecken könnt. Jo. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Es sind einfach Smokes, die müssen da sein, wenn ihr auf dem höheren Rang spielt. Das ist gar keine Frage. Und gebt einen Daumen hoch. Ich würde mich freuen. Und ja, wenn ihr die Kabeltrommel-Smoke haben wollt noch, dann gebt doch auch bitte einen Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Dann werde ich die auch noch machen. Und falls ihr noch andere Smokes oder Flashes oder sonst irgendwas haben möchtet, mache ich die natürlich auch gerne. Einfach in die Kommentare schreiben. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.